Ich war einmal auf einem Date mit einer Frau und sie war zuckersüß. Sie hatte blondes Haar und hat eine Brille getragen und jedes Mal, wenn sie etwas gefreut hat, hatte sie dieses riesengroße Lächeln drauf. Aber mit meinen absoluten Minderwertigkeitsgefühlen habe ich ständig versucht, meine Nervosität zu überspielen. Ich habe eine Maske aufgesetzt. Also saß ich da und war super nervös mit dieser Frau. Und wir haben für eine Weile nichts gesagt, haben komischen Smalltalk betrieben und ich habe es nicht mal geschafft, ihr in die Augen zu schauen. Ich habe versucht, meine Nervosität runterzuspielen und das Beste, was mir dabei eingefallen ist, war genau das, was unselbstbewussten Menschen nun mal einfällt. Ich habe es ihr in die Schuhe geschoben. Also habe ich ihr gesagt, du bist ganz schön nervös, oder? Und ich werde nicht vergessen, wie unglaublich süß und ehrlich sie mir geantwortet hat. Sie hat nämlich gesagt, ja. Und ich war total verwirrt und fragte, warum? Und sie antwortete mir, naja, schau dich mal an. Mir wurde auf einmal bewusst, was für ein Affe ich die ganzen Jahre über war. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass Frauen so unglaublich selbstbewusst sein müssen, weil sie tagtäglich von Männern begehrt werden. Sie müssen sich doch hier oben fühlen und ich natürlich hier unten. Aber so war es nicht. So ist es einfach nicht. Sie war in diesem Moment so viel mutiger als ich. Sie war viel selbstbewusster, viel cooler als ich. Und sie war in dem Moment für mich auf einmal noch viel attraktiver. Ich habe sie durch ganz andere Augen gesehen und habe eine Verbundenheit gespürt, die ich nicht hätte aufbauen können mit meiner Maske, die ich mir versucht habe aufzusetzen. Und dann wollte ich sie noch mehr. Aber diesmal aus wirklichem Interesse. Aber ich war total verwirrt, weil die ganze Zeit habe ich auf eine Stimme gehört, die mir gesagt hat, du bist nicht gut genug. Und stell dir vor, jemand sagt dir den ganzen Tag über, wie scheiße du doch bist. Er kritisiert jeden deiner Schritte. Er folgt dir überall hin und während du ein Lächeln und deine Maske aufziehst, flüstert er dir ins Ohr, dass dich hier niemand wirklich mag. Du siehst eine hübsche Kollegin bei der Arbeit und denkst dir, es wäre doch so cool, wenn ich einfach nur mit ihr sprechen könnte. Geschweige denn, wie es wäre, sie zu küssen. Aber dann meldet sich wieder diese Stimme und sagt dir, das wird doch nie was. Das ist der innere Kritiker. Und dieser Dreckskerl sitzt in unseren Köpfen. Und jeder von uns hat ihn. Es ist diese Stimme, die sich immer zu Wort meldet, wenn wir uns vielleicht etwas erhoffen, und er zieht's runter. Und er geht grundsätzlich vom schlimmstmöglichsten Szenario aus. Ich kenne ihn. Ich weiß genau, was er als nächstes sagen will. Aber wir können ihn neu programmieren. Wir können ihm sagen, es ist nicht deine Aufgabe, immer alles im schlechtmöglichsten Licht zu sehen. Du bist dafür da, dass du mir dienst. Du hast mir gefälligst zu gehorchen. Deine Aufgabe ist es, mir zu dienen. Und das, was mir dienlich ist, das sind hilfreiche Gedanken, geile Gedanken. Gedanken, die mir dabei helfen, selbstbewusst zu sein. Wenn du das immer wieder machst, Alter, dann gibst du nur meiner alten, unselbstbewussten Art Kanonenfutter. Das möchte ich nicht mehr. Kannst du bitte damit aufhören? Natürlich wird er sich wehren, aber der kann mich mal. Denn diese alte Geschichte, die ist uns nicht dienlich. Die hat uns noch nie geholfen. Dein ganzes Leben über stellst du dir Fragen. Du fragst dich, wie du das schaffen sollst. Du fragst dich, ob sie dich mag. Die meisten machen das völlig unterbewusst. Sie leben ihr ganzes Leben und lassen immer wieder andere oder den hier für sie entscheiden. Ich meine, gib dir mal, wie verrückt diese Sache eigentlich ist. Wir lassen andere entscheiden, ob wir selbstbewusst sein dürfen oder nicht. Und dann gibt es die Introvertierten und stille Männer. Weil wir uns nicht auf andere zubewegen. Weil es uns schwerfällt, Spaß zu haben unter vielen Menschen. Aber wir haben einen kleinen Vorteil gegenüber den Extrovertierten. Wir sind nämlich verdammt gute Zuhörer. Und das bringt uns dazu, dass wir den inneren Kritiker in uns nicht nur zuhören, sondern auch noch in einen Dialog mit ihm treten. Und clever wie wir sind, stellen wir ihm dann sogar noch mehr Fragen. Sag mal, warum weiß ich nie, was ich sagen soll? Warum mögen mich nie die Frauen, die ich will? Und natürlich hat er darauf immer wieder Antworten parat. Das Problem ist, wenn wir nicht die Antworten haben, dann wird sich der innere Kritiker melden. Und er natürlich sofort die Antwort parat. Ha! Ich weiß es, weil du ein Loser bist. Nein, ich höre nicht mehr auf dich. Halt's Maul da oben. Ich habe die Antworten. Und zwar die Antworten, die mir Mut machen, die mich selbstbewusst machen. Ich bin ein treuer und zuverlässiger Mann. Ich bin ehrlich. Ich habe Prinzipien. Und ich bin immer hilfsbereit. Verdammt nochmal, warum würde sie mich nicht mögen? Gib dir selber diese Antworten, weil er wird sie dir nicht geben. Er ist darauf trainiert, immer wieder denselben Bullshit von sich zu verzapfen. Denn wenn du es nicht tust, dann dauert es keine 3 Sekunden und er füllt den leeren Raum mit seinen Antworten aus. Und die Antworten sind Schwachsinn. Ich habe eine andere Frage an dich, Kritiker. Kann es sein, dass sie nervös ist?
Kann es sein, dass sie mich sogar mag? Ja, verdammt, weil vielleicht sie sogar denselben inneren Kritiker hat? Vielleicht traut sie sich nicht auf dich zu, weil sie ihre letzte Trennung noch nicht überwunden hat. Vielleicht, weil sie schüchtern ist. Aber sei nicht zu sauer auf deinen Kritiker, denn er weiß es einfach nicht besser. Wir müssen ihn neu trainieren. Mit besseren Sachen. Mit diesem Video zum Beispiel. Hab lieber Mitleid mit ihm. Da oben lebt es sich nicht besonders freudig. Er ist vielleicht ein wenig einsam. Vielleicht braucht er eine Freundin. Und wenn wir dann Freunde, Familie und andere Frauen um uns herum haben, vielleicht wird er dann irgendwann anderer Meinung. Wenn wir nicht wissen, was wir wollen, warum wir es wollen und wie viel wir wert sind, dass wir es auch kriegen sollten, dann werden andere für uns entscheiden. Es gibt einen Satz, der für mich damals eingeschlagen hat wie eine Bombe. Und zwar lautet er: Wenn du nicht die Antworten hast, dann wirst du zur Antwort für jemanden anderen. Darum gibt es so viele Männer, die in einer Beziehung sind, aber todunglücklich, weil sie die Erstbeste genommen haben, weil sie auserwählt wurden. Die meisten Kerle heutzutage sind nur noch passiv. Sie lassen sich verführen. Sie werden die Antwort von jemand anderem. Das willst du nicht, oder? Mach dir die Auswahl. Hol dir die Unabhängigkeit zurück, die du als Mann schon immer hattest. Thank you.